Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich zeige euch in diesem Video die Typ 44 im Abseits exotischen Stiefel, also der Beinschutz vom Titan. Die meisten sagen ja, die sind unnütz, bringen nichts. Diese Meinung teile ich nur bedingt. Sie sind nicht unbedingt die besten exotischen Gegenstände, die es gibt. Denn die Fähigkeiten, die drauf sind, ist schwere Waffenmunition, erhöht die Menge an Munition für schwere Waffen, die du tragen kannst. Das ist immer nützlich. Und sei woanders, verlängert die Dauer, die Schulterangriff aktiv bleibt. Schulterangriff ist ja die Fähigkeit vom Stürmer. Und zwar der hier, Schulterangriff. Drücke nach einem kurzen Sprint R1 für einen vernichtenden Nahkampfangriff. Grundsätzlich sieht man es ja, wenn es der Wind oder was es auch immer ist, an einem vorbeizieht und dann hat man einen starken Nahkampfangriff. Jetzt gibt es da aber einige Kombinationsmöglichkeiten. Und zwar, wenn man da noch Transfusion reinwirft. Denn die Fähigkeit von Transfusion ist, Kills mit Sturmfaust oder Schulterangriff bewirken sofortige Gesundheitsregeneration. Jetzt seht ihr, dass diese Zweierkombination gar nicht mal so schlecht ist. Und wenn wir dann die Sturmfaust anschauen, ein harter Nahkampfangriff, der Bonusschaden verursacht, können wir das noch mit Überladung kombinieren. Treffer mit der Sturmfaust gewähren die Chance, die Abklingzeit sofort zurückzusetzen. Das haben wir aus dem Grund drin, dass wenn wir mit der Sturmfaust nicht direkt töten, dass wir die Chance haben, dass es zurückgesetzt wird. Weil es muss ja nur ein Treffer sein und dann beim zweiten Schlag die Transfusion zu aktivieren. Oder natürlich mit dem Schulterangriff den Angriff, der Gegner stirbt nicht. Dann der Sturmfaust als nächster Schlag. Und Transfusion wird aktiviert. Die anderen zwei hier sind nur für die Sturmfaust und die zwei, die bringen dem Schulterangriff auch nichts. Wenn wir die drei Stücke jetzt zusammen kombinieren mit den Schuhen, dann haben wir mit dem Nahkampfangriff gut die Möglichkeit, jedes Mal die Lebenspunkte wieder zu regenerieren. Und ihr habt es gesehen, wenn ihr euch auf den Lebensbalken achtet, seht ihr, dass der jedes Mal hochgeht und wir so immer wieder den Schulterangriff benutzen können. Es ist natürlich nicht unbedingt ideal, aber es macht das Ganze wenigstens ein bisschen brauchbar, wenn man das so kombiniert. Ist jetzt für Leute interessant, die beispielsweise 32 werden möchten und die exotischen Füße haben, Red Helm, Brust und Handschuhe und nur so hochkommen, dann wissen sie, wie sie wenigstens die Füße wenigstens noch ein bisschen benutzen können, die exotischen. Weil ihr seht, ich renne jetzt da einfach um, die Dauer, die es verlängert, ist ziemlich lange eigentlich. Und ist für das PvP auch recht geeignet, weil der Schulterangriff im PvP ja ziemlich stark ist. Jetzt ist er gerade weg. Man kann dann natürlich viel aggressiver spielen. Aber im Großen und Ganzen würde ich da schon andere exotische Gegenstände empfehlen. Die Schuhe sind nicht so der Hit. Aber so hat man wenigstens noch ein bisschen die Möglichkeit, etwas aus den Schuhen zu machen. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ich freue mich über Likes. Vielen Dank fürs Zuschauen.